Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Fundraisings. Hier ist ein neuer Fundcast mit einer weiteren Folge aus der Serie Großspenden Fundraising. Und mit mir jetzt hier Iris Riedmüller vom Kinder- und Jugendzirkus Rambazzotti aus Kassel. Sehr gut. Liebe Iris, erzähl uns doch mal ganz kurz, gib uns mal einen Überblick, wie macht der Kinder- und Jugendzirkus Rambazzotti, wie macht ihr jetzt schon Fundraising? Das Kinderzirkushaus ist komplett ohne öffentliche Förderung. Mhm. Deshalb war allein schon der Bau von der Militärhalle hin zum Zirkushaus ohne Spenden nicht möglich. Okay. Und so haben wir angefangen und es im Laufe der Zeit systematisiert und zum Bußgelder beworben. Mhm. Also wir haben quasi eine Patenwand mit Sternpaten. Okay. Wir haben Bußgeldakquise. Mhm. Wir haben ein paar Großspender. Mhm. Viele kenne ich aber auch gar nicht. Okay. Und Ziel ist jetzt, eine Stiftung aufzubauen, okay, damit das langfristig hält. Ja, da sind wir auch schon dann direkt drin im Thema. Du hast Großspenden-Fundraising und Stiftungen jetzt auch schon angesprochen oder die eigene Stiftung dann. Wie ist da so dein Ausblick? Was sind da deine nächsten Schritte im Großspenden-Fundraising oder ja? Ich war bis jetzt self-made und habe dann gedacht, es ist doch gut, wenn ich mir mal Coaching hole, nachdem ich auf mehreren Fundraising-Kongressen Seminare besucht habe und es war auch oft sehr einsam. Mhm. Und jetzt habe ich die Großspenden-Fundraiserin-Ausbildung bei euch gemacht und meine wichtigsten Erkenntnisse sind eigentlich, ist es ganz viel da, aber es ist zu wenig Manpower bei uns und auch zu wenig Budget, um wirklich was voranzutreiben. Also die Basis muss ich jetzt erstmal schaffen. Denke auch noch einen Kollegen finden und dann los, weil das traue ich mir jetzt im Gegensatz zum Anfang zu. Was ist denn da? Also du hast jetzt gerade gesagt, es ist ganz viel da, ist ein Learning von dir. Was ist denn da? Meinst du Spenderinnen und Spender, die jetzt schon da sind? Also das Haus hat Erfolg, es ist bundesweit bekannt. Wir haben eine sehr hohe Achtung, wir haben einen sehr guten Ruf. Und ich habe jetzt aufgrund des Seminars mal diffiziler nachgefühlt, wen ich eigentlich so im engeren Kreis habe und festgestellt, da sind doch einige Menschen, die uns großartig finden, die durchaus mehr spenden würden, wenn ich sie richtig danach fragen würde, was mir aufgrund meines Stolzes oft schwer gefallen ist. Aber jetzt denke ich, das ist da falsch angebracht, weil die freuen sich auch, wenn sie uns helfen können. Okay, wann legst du los? Oder du hast schon losgelegt, das weiß ich jetzt aus den Internas. Ja. Aber wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Was machst du nächste Woche zum Beispiel im Großspenden-Fundraising? Als allererstes würde ich mal mein Team mit einbeziehen, briefen. Und ich habe gehört, Zeitstrahl, aber den mache ich nicht mehr alleine wie früher, sondern mit allen zusammen, damit alle das tragen. Und dann werden wir auch besprechen, wie viele Ressourcen haben wir wirklich und wie viele Leute brauchen wir noch. Mhm. Und dann würde ich jemanden suchen, der das finanziert, bis die Kampagne läuft und sich selber tragen kann. Okay. Auch für deine Stiftung alles, alles Gute. Ihr habt nächstes Jahr 25 Jahre Rambazzotti Jubiläum. Ja. Da sehen wir uns dann bestimmt hoffentlich mal in einer Show. Würde ich sehr, sehr gerne mal sehen und erleben. Und Großspenden-Fundraising ist auch Teamarbeit. Ich glaube, das ist so ein Fazit. Okay, dann vielen herzlichen Dank, liebe Iris, und alles, alles Gute für deine Großspenden-Fundraising-Arbeit. Dankeschön. Super.